Laut DLRG schließen in Deutschland jedes Jahr 80 Bäder. Hast du davon schon gehört? Ja gut, das kann ich mir schon denken, weil ich sag mal, viel gibt ja noch die Stadt dazu und sowas an Geldern. Aber seit Corona und so ist das ja alles weniger geworden. Da haben sie die Bäder alles runtergefahren, Temperatur runtergefahren und... Das wusste ich nicht und ich finde das nicht in Ordnung, nein. Ich finde gerade an so Tagen wie heute, finde ich das super, dass man ins Schwimmbad gehen kann. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen. Aber es ist halt gefühlt wie überall, ne? Es ist der Mangel an Personal, es ist, ja. Also finde ich scheiße. Ich habe auch gerade darüber gelesen. Aber ich finde gerade, also die Schulen sind schlimmer. Wie würdest du den Zustand der Bäder einschätzen, die du selber nutzt? Überarbeitungswürdig. Ja. Sagen wir es mal so, überarbeitungswürdig. Allgemein sehr gut. Das sieht man schon an, die Fliesen lösen sich und also so Putz fällt ab, Fliesen fallen ab. Also. Naja, die meisten sind recht alt und ein bisschen heruntergekommen, nicht mehr so schön. Also bis jetzt war ich sehr zufrieden. Also egal wo ich war, es waren auch mehrere in Berlin oder in Brandenburg. Das ist das erste Mal seit einem Jahr, dass wir überhaupt gehen. Wir sind gespannt. Es ist jetzt Ferienzeit, es wird wahrscheinlich total überladen sein und wahrscheinlich auch der Zustand entsprechend. Was muss sich in deinen Augen ändern, dass dem Schwimmbadsterben in Deutschland ein Ende gesetzt wird? Wahrscheinlich muss man darauf aufmerksam machen, man muss sagen, dass das wichtig ist. Dass die sich meist nicht selbst tragen, das kann man sicherlich verstehen und da sind sicherlich kommunale Gelder notwendig. Weil an sich können sie es ja nicht immer nur beide Leute holen, also das Geld. Weil am Ende muss ja dann der Kleine bezahlen und ja, also da müsste schon mal ein bisschen mehr unterstützt werden. Also dass vielleicht auch die Preise mal wieder humaner werden für die Familien. Diese ganzen Schwimmunterrichtsgeschichten, die man jetzt auch buchen kann, also A, sind auch überall total überfüllt. Man kommt irgendwie gefühlt nicht mehr auf eine Warteliste. Unser Kind kann auch noch nicht wirklich schwimmen. Also er kann sich über Wasser halten und kraulen, weil wir es im Urlaub gemacht haben. Aber es sind aber ganz viele Sachen, ob es Schulen, Kitas, Ports, Straßenbau, das ist eigentlich... Da kann keiner sagen, dass wir für sowas kein Geld haben. Dafür muss Geld da sein. Das ist für die Kinder und wir haben ja sonst nichts. Ne? Und halt auch wieder die Berufe attraktiver machen, die damit zusammenhängen. Wie in jeder Branche zurzeit. Ne? Ich verstehe es bei den Bezahlungen und Arbeitszeiten. Es gibt halt vieles, womit man schneller, einfacher Geld machen kann, ohne sich so zu versklaven, wenn ich es mal übertrieben sagen darf. Was muss sich ändern? Da war schon die Finanzierung. Also das ist sicher eine sinnvolle Sache, Geld dafür auszugeben. Besser als für Waffen oder so eine Dinge. Im Gegensatz zu zum Beispiel uns Abgeordneten, die sehr viel Geld verdienen, in den Urlaub fahren können, gibt es Millionen Menschen, die können nicht in den Urlaub fahren. Die sind darauf angewiesen, dass es ein Freibad gibt, dass es ein Schwimmbad gibt, wo der Eintrittspreis bezahlbar ist und wo sie ihre Ferien verbringen können. Und deswegen sagen wir als Linke, es muss überall Freibäder und Schwimmbäder geben, die in kommunaler Hand sind, damit dort die Leute die schönste Zeit des Jahres, nämlich den Sommer, ordentlich verbringen können, auch wenn sie nicht viel Geld haben.